misericordiam tuam. Sanctum angelum tuum lecelis, qui custodiat, furiat, protegat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc habitatu, per Christum Dominum nostrum. Thank you.
Ecces populi tui quesumus domine clementer exaudi, ut qui juste pro peccatis nostris affligimur, pro tui nominis gloria misericordita liberemur. Per dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Fratres, viventus supertus incipientes, cum situs ipsis avatientes, sustinetis enim sequis vasim servitutum redietit sequis deporat, sequis accepit, sequis extolitum, sequis in faciem vos cedit. Secundum ignobilitatem licum, quasi nos infirmi fuerimus in magnate. In quoquis audet, in incipientia dicum, aude coet ego. Hebrei sunt ed ego, Israelites sunt ed ego, semina prae sunt ed ego. Ministri Christi sunt, ut minus sapiens dico plus ego, in laboribus plurimis, in carceribus abundantius, in placis supra votum, in motivos frequentem. Aiudeis quinquies, quattro genas, unanimus acepim. Per vitis Jesusum, semen lapidatusum, per naufragium peci. Nocti et die in profundo maris tui, in eterni plenibus sepe, periculus luminum, periculis latonum. Il periculus ex genere, periculis ex gentibus, periculis in civitate, periculis in solitudine, periculis in mari, periculis in facis fratribus, in labore heterundum, in vigilies multis, in famia citi, in iunies multis, in frigore et sanctitatem. Lectio Epistle Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, nascitis quari qui in sario curum, omnes quidem curum, sed unus accipit radium. Sicuri te ut cum comprehendatis. Omnis autem qui in agere contendit, ab omnibus eabsistensisem. Et ini quidem ut corruptibilem coronam accipiam, nos autem in corruptam. Egregito sic curum, non quasi in incertum. Sic pugno non quasi edem leverans, sed castigo corpus meum, et in servitutem redigo. Ne pote cum anies predicaver in, ipsi repropus efficiam. Nolo edem vos signorare, fratres,
quoniam patris nostri omnes, sub nobe fuperum, et omnes mari transierum, et omnes Moisi baptisati sunt in nobe, et in magim, et omnes eamnem escam spiritam mandu caverum, et omnes eundum potent spiritam enviverum. Vivantatum de spiritali consequentius, et ratum erat Iesus, sed non in pluribus eorum bene placitum est eo. Scientia pauperum non perivit in eternum, exsurge Domine, non per valiatur. De profundis clamavia te Domine, Domine ex audi voce mea, fiant aures tua intendentes in orationem servitu. Si iniquitatis observaveris Domine, Domine Christus dimit, via vote provitiatis, et propter legem tua sustinuit te Domine. Oh.
zum heutigen Sonntag, Septuagesima, vernehmet nochmals die Lesung aus dem ersten Brief des heiligen Apostels Paulus an die Korinther. Brüder, ihr wisst ihr nicht, dass die Wettläufer in der Rennbahn zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Laufet so, dass ihr ihn erlanget. Jeder, der sich am Wettkampf beteiligt, übt in allem Enthaltsamkeit. Jene tun es, um einen vergänglichen Kranz zu empfangen, wir aber für einen unvergänglichen. Ich nun laufe, aber nicht ins Ungewisse. Ich kämpfe, aber nicht wie einer, der bloß Luftstreiche ausführt, sondern ich züchtige meinen Leib und mache ihn dienstbar, damit ich nicht selbst verworfen werde, nachdem ich anderen gepredigt habe. Meine Brüder, ich will euch nicht in Unkenntnis darüber lassen, dass unsere Väter alle im Schutz der Wolke waren und alle durch das Meer zogen und alle unter Moses in der Wolke und im Meere getauft wurden und dass alle dieselbe geistige Speise aßen und alle denselben geistigen Trank schlürften. Sie tranken nämlich aus dem geistigen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Und doch hatte Gott an den meisten von ihnen kein Wohlgefallen. Das sind die Worte der heiligen Lesung. Erhebet euch und vernehmet das Evangelium, das uns der heilige Matthäus im 20. Kapitel aufgezeichnet hat. In jener Zeit trug Jesus seinen Jüngern dieses Gleichnis vor. Das Himmelreich ist gleich einem Hausvater, der am frühen Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg zu dingen. Er vereinbarte mit den Arbeitern als Lohn einen Denar für den Tag und sandte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder aus, sah andere auf dem Markte müßig dastehen und sprach zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg, ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er um die sechste und um die neunte Stunde aus und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde ausging, fand er wieder andere dastehen und sprach zu ihnen: Warum steht ihr da den ganzen Tag müßig herum? Sie antworteten ihm: Es hat uns niemand gedungen. Da sprach er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn von den letzten angefangen bis zu den ersten. Es kamen also die, welche um die elfte Stunde gekommen waren, und sie erhielten jeder einen Denar. Als nur die Ersten an die Reihe kamen, hofften sie, mehr zu erhalten, aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da sie ihn empfingen, murrten sie wieder den Hausvater und sprachen: Diese Letzten da haben nur eine Stunde gearbeitet und du stellst sie uns gleich, die wir die Last und Hitze des ganzen Tages getragen. Er aber erwiderte einem von ihnen: Freund, ich tue dir kein Unrecht. Haben wir nicht einen Denar als Lohn vereinbart? Nimm also, was dein ist, und geh. Ich will aber auch diesem Letzten geben wie dir. Oder darf ich nicht tun, was ich will? Ist vielleicht dein Auge neidisch, weil ich gut bin? So werden die Letzten Erste sein und die Ersten die Letzten. Denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Durch die Worte des heiligen Evangeliums mögen getilgt werden unsere Sünden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe, hochwürdige und ehrwürdige Mitbrüder, Geliebte im Herrn, was ist das für eine eigenartige Zeit, die zwar schon in Violett gehalten wird, bei der kein Alleluja mehr erklingt und auch kein Gloria in der Messe und die trotzdem noch nicht so richtig Fastenzeit ist. Man hat sich in den 50er, 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts daran gestoßen und hat dann nach verschiedenen Überlegungen den großen Rotstift angesetzt und damit eine über 1400-jährige Tradition vom Tisch gefegt. Septuagesima, die Vorfastenzeit, existierte seither nicht mehr. Und dann ein anderer Prozess, der ebenfalls in die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts fällt.
Einige Leute machten sich Gedanken darüber, dass viele Menschen getauft werden, ohne jemals ein echtes Katechumenat, also eine wirkliche Taufvorbereitung, durchgegangen zu sein. Das wird den meisten von uns so ergehen. Als Kinder haben wir die Wiedergeburt empfangen, später hatten wir ein bisschen Religionsunterricht, aber keine richtige Einweihung und Einweisung zur Taufe. Und so kamen diese Leute, die eine neue geistliche Bewegung ins Leben riefen, auf den Gedanken, wir müssen das Katechumenat am erwachsenen Menschen wiederholen. Es entstand das bekannte Neokatechumenat, eine Bewegung, deren Ideen und Praktiken zumindest teilweise, zumindest ziemlich umstritten sind. Liebe Mitbrüder, liebe Gläubigen, eigentlich wäre das gar nicht nötig, denn es gab das Neokatechumenat in der Kirche Gottes und es trägt den Namen Septuagesima. Das ist die jährliche Einladung, eine wirkliche Vorbereitung auf die Wiedergeburt in Christus zu durchlaufen. Ostern ist das Fest des neuen Lebens. Und das österliche Sakrament schlechthin trägt den Namen Taufe. Wir beginnen also heute mit unserer Taufvorbereitung. Und deshalb nimmt die Kirche an dieser Stelle ihres heiligen Jahres eine Rückschaltung vor. Liebe Mitbrüder, diejenigen von euch, die das Brevier beten, haben es festgestellt, in der heutigen Matutin beginnen wir mit Genesis 1,1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann wird das Hexaemeron, das Sechstagewerk, vor uns ausgebreitet. Wir treten an den ersten Anfang zurück. Und auch die Lesung und das Evangelium des heutigen Sonntags, dieser Messe, sprechen von einem Anfang, dem Eintritt in die Arena, um dort die Kräfte zu üben und auch dem Beginn der Arbeit im Weinberg des Herrn, beides schon mit dem Blick auf den verheißenen Siegespreis, den Lohn, den uns Gott in Aussicht stellt. Die Fastenzeit, Quadragesima, steht im Zeichen der konkreten und auch körperlichen Bußübung. Aber in ihrer alten Weisheit beginnt die Kirche nicht mit der Moral, beginnt sie nicht mit der Züchtigung, sondern mit der Einsicht. Und deshalb ruft uns die Zeit Septuagesima zuerst in Erinnerung, wie es am Anfang war, wie herrlich und wunderbar und geordnet Gott die Schöpfung ins Dasein gerufen, welche Stellung der Mensch in ihr innehat und dann freilich auch, was er durch die Übertretung in Adam verloren hat. Wir treten in die Rennbahn. Aber nicht ohne uns vorher zu üben. Vor Quadragesima, Septuagesima. Wir gehen in den Weinberg des Herrn, aber nicht ohne schon den wunderbaren Siegespreis, den Lohn, den er uns schenken will, genau anzusehen. Vor Quadragesima, Septuagesima. Nun also, liebe Gläubige, beginnt unsere wunderbare Zeit der Taufvorbereitung. Für uns freilich trägt die Taufe dann nicht mehr den Namen des Sakramentes der Wiedergeburt im Wasser und im Heiligen Geist, sondern steht im Zeichen des Ego te absolvo a peccatis tuis. Ich spreche dich los von deinen Sünden. Es ist die Erneuerung im Heiligen Sakrament der Buße. Und auch heute noch ist jeder Gläubige auf das Wärmste eingeladen, vor Ostern dieses Heilige Sakrament gut vorbereitet abzulegen, um dann tatsächlich an Ostern die Fülle des neuen Lebens, das uns der Auferstandene geschenkt hat, in sich zu tragen. Treten wir also nun ein in unser Neokatechumenat im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Messieurs les abbés, chères familles, chers fidèles, hier, une lumière radieuse venait rehausser la journée des ordinations, lumière du clair soleil sur la blancheur de nos contrées et plus encore, lumière de la grâce, s'enracinant toujours mieux dans les âmes. Et pourtant, le soir même, le chant de l'Alléluia s'éteignait pour longtemps, venant presque ternir ce jour de fête d'une once de surnaturelle tristesse. Dès les premières vêpres de la Septuagésime, le prêtre apparut revêtu du violet, signe de notre pénitence. Tout s'assombrit soudain, et par sa liturgie, l'Église, dès à présent, nous oriente résolument vers une nuit, la nuit du Golgotha. Et au loin déjà se profile le noir sombre du Vendredi Saint, enveloppant d'épaisses ténèbres l'offrande sacrée du calvaire. Ne fallait-il pas que le Christ meure pour que la vie jaillisse enfin victorieuse et superbe au jour de sa résurrection? Au matin de Pâques seulement, le Verbe en sa divinité réunira le corps et l'âme par lui assumé que la mort avait séparé, et sa nature humaine, totale, définitivement unie à la nature divine dans le Verbe, sera à jamais le type et la figure de notre propre destinée, l'union définitive de chacune de nos personnes avec notre grand Dieu. Mais pour y parvenir, il nous faut accepter d'entrer dans ce que saint Jean de la Croix appelle une nuit obscure. La messe de ce dimanche, mes frères, a mis sur nos lèvres, dans le trait, quelques versets du De Profundis. Du fond de l'abîme, Seigneur, du fond de l'abîme, du fond de la nuit, je crie vers vous. Tel le veilleur attendant l'aurore, cette vie nous laisse plonger dans une sorte de nuit. Mais s'il est une obscurité qu'il nous faut fuir à tout prix, celle du doute, et plus grave encore, celle du péché, il en est une autre qui, si nous sommes fidèles, laissera place un jour à la lumière de Dieu investissant notre âme. Au début de la montée du Carmel, le docteur mystique signale que cette nuit-là se décompose en trois moments. Dans la nuit qui suit quotidiennement le jour, la lumière diminue peu à peu, et nos yeux, quand survient le soir, ne distinguent bientôt plus le contour des choses. Tout comme, au plan surnaturel, il nous faut apprendre à fermer nos yeux sur les biens de ce monde et la vanité qu'il renferme, pour qu'enfin notre cœur s'oriente plus librement vers Dieu, Dieu qui seul peut apaiser le grand désir de nos âmes. Puis survient le milieu de la nuit, à mi-chemin du soir et du matin. C'est la parfaite image de la foi théologale qui se tient à égale distance des claires évidences d'un côté, de la vision bienheureuse des élus de l'autre. Pour notre âme en chemin, la foi pure, est comme une nuit translumineuse qui nous donne accès au Seigneur en même temps qu'elle nous le cache encore. Enfin, il est une troisième nuit, plus mystérieuse encore, celle qu'est Dieu en personne quand il entre dans les profondeurs d'une âme, ce Dieu dont la transcendance nous laisse comme aveuglés. Sa très sainte présence au creux de notre vie chrétienne est pour nous un mystère, divine obscurité. Pourtant, un peu comme les vapeurs indistinctes de l'aube, c'est déjà là le doux prélude de l'aurore désormais si proche, car bientôt, nous le savons par la foi, bientôt se déchirera le voile, comme jadis le rideau du temple, à l'heure du consummatum est. Et alors, enfin, nous verrons Dieu, et sur ses serviteurs le Seigneur fera luire la lumière de sa face. Mes chers amis, au commencement du cycle pascal, alors que le carême est maintenant imminent, entrons avec confiance dans cette nuit obscure. Tout comme Jésus invitait les désœuvrés à se rendre sans tarder à sa vigne, il nous prie avec la même force de marcher résolument vers son royaume, de marcher vers le ciel, de marcher, que dis-je, de courir même, ajoute l'apôtre. Mais on n'y peut progresser que par une nuit obscure. Et pour cela, ne craignons pas d'acquiescer au nécessaire détachement. Ne craignons pas la sainte folie de la foi chaque jour renouvelée.
Ne craignons pas surtout le transcendant silence du Très-Haut qui s'invite en notre cœur profond. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum. Padre omnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnibus et Quem omnia facta sunt.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et suum corda. Amen.
gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est equum et salutare, nos tibi semper et ubique gratia sagere. Domine sancte pater omnipotens eterne Deus, qui cum unigenito filio tuo et spirito sancto unus est Deus, unus est Dominus. Non in unio singularitate personae, sed in unios trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de filio tuo, hoc de spiritu sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterne quae deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur equalitas. Quam laudant angeli atque ac angeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Sancta, 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 Domine. Celi et terra.
saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati audimus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobis cum. Agnus Dei, accipit olim peccata mundi.
Mein Jesus, ich glaube, dass du gegenwärtig bist im allerheiligsten Altarsakrament. Ich liebe dich über alles. Ich sehne mich nach dir von ganzem Herzen. Da ich dich jetzt nicht in der sakramentalen Gestalt empfangen kann, bitte ich dich, geistigerweise in mein Herz zu kommen. Ich bin sicher, dass du schon gekommen bist. Daher umarme ich dich und ich vereinige mich ganz mit dir. Halte mich fest und lass mich niemals von dir scheiden. Mein Jesus, ich liebe dich aus ganzem Herzen. Ich bereue es, dass ich so vielmal das Vergängliche deiner unendlichen Güte vorgezogen habe. Mit deiner Hilfe nehme ich mir fest vor, in Zukunft die Zukunft dich nie mehr zu beleidigen. Und jetzt weihe ich mich, Armseliger, ganz dir. Ich verzichte ohne Vorbehalt auf meinen eigenen Willen, auf mein Begehren, auf alles, was ich habe. Ich übergebe mich ganz dir. Von heute an darfst du mit mir und mit allem, was ich besitze, machen, was du willst. Ich suche ganz allein dich. Ich verlange nach nichts anderem als nach deiner heiligen Liebe, nach der Beharrlichkeit bis ans Ende und nach der vollkommenen Erfüllung deines Willens.
Illumina faciam tuam super servum tuum et salvum factum tua misericordia domina coscana uniam in vocabite. Dominus vobis tu. Fidelis tui Deus per tua dona firmentur, ut eadem et percipiendo requirant, et querendo sine fine percipiant. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobis tuum. Et cum omnipotens Deus. Im Prinzip, ihr Rat.